Ja, hallelöle, Freunde der guten Laune, besser Zeitung und herzlich willkommen, wunderschönen guten Tag zur zweiten Folge des AirPod-Sim unseres, ja, kleinen Kennenlernens für die Xbox-Besitzer. Wie ihr wisst, ist seit einigen Tagen der AirPod-Sim auch für die Xbox erhältlich. Aktuell noch für einen rabattierten Preis von 34 Euro, also falls euch das interessiert, den schlagt gern jetzt zu, den spart ihr ein paar Euro. Für alle PlayStation-Besitzer haben wir leider keine Information, vielleicht kommt es in den nächsten Monaten. Ich denke wahrscheinlich eher nicht. Und in der zweiten Folge werden wir uns mal ein bisschen Tutorials anschauen, denn der AirPod-Sim ist sehr umfangreich. Wir haben zum einen Tablet, Follow Me, Marshalling, unterlegs Keile und Hütchen, GPU, Passagiertreppe, Catering, Shuttlebus, Fluggastbrücke, Gepäck für größere und kleinere Flugzeuge sowie das Betanken von kleineren und größeren Flugzeugen und das Pushback und Outside-Check. Also das sind alles die Aufgabenbereiche, die euch hier in diesem Spiel erwartet. Und wir gucken uns allererst mal das Tablet an. Eine der wichtigsten, nützlichsten Funktionen, das sowohl auf dem PC, aber auf der Xbox immer nicht allzu gut funktioniert. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir mal zu Follow Me und Marshalling. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ganz kurzes Thema nochmal wegen den 2 GB. Ich habe es auch gerade gelesen. Mein Thema war ja nur gewesen, ich will halt ganz gerne wissen von euch, wer vielleicht das Spiel hat, wie es vom Grafischen halt den Eindruck macht. Denn wir haben hier wirklich einen Unterschied zwischen PC, hier 8 bis 9 GB, und der Konsole bis zu 2 GB Speicher. Das ist ein Riesenunterschied und ich weiß nicht, wo hier und da überall was gespart worden ist. Zumindest muss ich mal kurz revidieren. Für den PC habt ihr Lenkrad-Support, für die Konsole womöglicherweise nicht. Also legen wir los. Guti, wir sind aber jetzt hier mal im freien Modus. Im Tutorial des Tablets wird im Endeffekt nur gesprochen und soweit wir das geschafft haben, ist das Tutorial auch schon beendet und ich kann mit euch nicht gemeinsam mir das Tablet anschauen. Also als allererstes, mit Steuerkreuz nach oben könnt ihr das Tablet öffnen. Im allerersten Task beim Betrieb habt ihr die Einsicht dafür, welche Flugzeuge gerade an Ankünften und später an Abflügen hier auf diesem Flughafen landen und abfliegen werden und an welcher Position, zum Beispiel in dem Falle um 13.23 Uhr der Flug nach Bergen auf der Landeposition 4. Und dann haben wir daneben die Aufgaben, was müssen wir mit dem Flugzeug alles machen, die GPU verbinden, den Service beginnen sollen wir starten und so weiter und so fort. Auf der Kartenseite haben wir natürlich jetzt hier die Einsicht darüber, wo und wo überall wir uns jetzt hier befinden, wo andere Sachen sind. Wir befinden uns jetzt im Endeffekt genau hier bei diesem kleinen gelben Kästchen und da zeigt uns schon den Weg an, wo wir uns hinbewegen müssen, denn hier ist unser Flugzeug. Das ist quasi das Flugzeug nach Bergen, das anscheinend um 16.23 Uhr losfliegen soll, bin ich jetzt der Meinung. Und hier könnt ihr zum Beispiel auch noch auf der Karte euch angucken, wo überall befindet sich denn zum Beispiel, wo befinden sich denn überall verschiedenste Gerätschaften, die ihr vielleicht für die Abfertigung eines Flugzeugs braucht. Ansonsten habt ihr natürlich noch das Wetter, wie das aktuell ist. Das könnt ihr auch selber hier verändern. Dann könnt ihr aber auch noch mit der Zeit hier rumspulen, dass ihr zum Beispiel sagt, okay, gut, ich muss jetzt die 20 Minuten eigentlich normalerweise warten, bis der Flug kommt. Ich habe alles vorbereitet. Dann könnt ihr einfach mal ein bisschen vorspulen. Das ist so die Funktion des Tablets. Das Wichtigste ist natürlich die Funktion des Betriebes, dass ihr halt wirklich genau sehen könnt, was müsst ihr alles machen, was habt ihr alles schon gemacht, was ist abgehakt und was fehlt euch vielleicht, damit das Flugzeug wieder starten kann. Das so viel zur Funktion vom Tablet. Und jetzt gehen wir einfach mal zum Follow Me. Now you'll learn about one of the most essential vehicles contributing to the everyday function of an airport. The Follow Me Vehicle. Its general purpose is to guide aircraft to designated parking gates or specific areas of the airport safely. It's used when arriving pilots are unfamiliar with the airport or when the aircraft requires special support during taxiing. We will be using the black and yellow checkered Follow Me vehicle parked at the terminal for this task. Approach and enter the vehicle. Genau. So viel dazu. Was ist das Follow-Me-Fahrzeug, wenn ein Pilot, eine Crew nicht genau sich hier auf dem Flughafen auskennt? Vielleicht seid ihr alle ja schon mal geflogen. Und viele Piloten wissen genau, wo sie halt hin müssen. Aber wenn die das nicht wüssten, dann müssten die halt quasi mit diesem gelben Taxi abgeholt werden. Inbound aircraft will be arriving soon. And I have received information that the crew has requested Follow-Me support. Start the vehicle and activate its warning lights. Gut, Warning Lights. Wir müssen jetzt noch Betriebssicht einschalten. Open the tablet and switch to the Map tab.
You'll see the route to meet the aircraft at the designated taxiway intersection. So, das sehen wir hier meistens im Cockpit-Bereich, da können wir hier drücken. Remember that every aircraft moving on the apron has priority on taxiways and intersections. Drive on the designated roads on the apron near the terminal. Gut, also, jetzt sehen wir nämlich hier auf der Karte, wo müssen wir genau hin? Wo wartet das Flugzeug auf uns? Wo müssen wir es abholen? Das werden wir jetzt mal ganz fix machen. Jetzt können wir hier einfach auf der Linie folgen. Und wie gesagt, dann werden wir das einfach mal abholen. Dann müssen wir es dann von dort aus, wo wir jetzt gerade gestartet sind, nämlich dann auch hinbringen. Es dauert immer so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie schnell wir eigentlich immer so fahren, 50 km/h, wenn überhaupt. Und ich glaube, man sieht es da hinten auch schon. Es steht da nämlich schon bereit. Jo, da hinten steht es auch schon. Ihr könnt natürlich auch Abkürzungen fahren. Machen wir jetzt mal nicht. Also ist auch relativ simpel, das Follow Me. Aber ihr dürft halt immer nicht so schnell fahren. Die Piloten müssen ja hier auch die Kurve nehmen. Wie gesagt, ist immer dafür gedacht, falls die Piloten oder generell die Crew nicht genau weiß, wie es hier im Flughafen so abläuft. Weil sie halt einfach ganz frisch dort sind, dann sind wir dafür zuständig, damit wir dann das Flugzeug von A nach B bringen. Da vorne steht es auch schon mal bereit, in der richtigen Richtung zumindest. Müssen wir dich einmal drehen. Okay, also einmal uns hier drehen und dann in der Front vom Flugzeug stehen bleiben. Nämlich so hier. So that the pilot knows to follow you. Follow the instructions displayed on screen. Jetzt müssen wir nämlich unser Follow-Me-Zeichen einschalten. Das ist mit RB auf dem Controller. Great. Now follow the map's path directions to the parking area assigned to this aircraft. So, und das Follow-Me, ihr seht es ja hier, steht auch denn drauf. 30 km/h, genau so war das. And do not stray too far from the aircraft. The distance between you and the aircraft should never be less than 100 meters or more than 250 meters. Und ihr seht schon, er rollt jetzt hier schön mit. Stop suddenly, press the displayed button, which activates the stop sign on your vehicle's display. Genau, also Stopp können wir auch drücken, damit er einmal stehen bleibt. Das kann womöglich sein, dass ihr später hier auch verkehrt. Da müsst ihr wahrscheinlich hier mal so ein bisschen aufpassen. Hier im Tutorial haben wir jetzt nämlich nicht. Also ich habe es noch nie miterlebt. Aber ich denke mal, dafür ist wahrscheinlich auch die Funktion gedacht, dass wenn wir ihn jetzt hier Schutzgeleiten, möchte ich gerne mal meinen, aber ihn jetzt zum Landeplatz führen, wo er dann abgefertigt wird. Dass wir zum Beispiel hier bei diesem Übergang eigentlich gucken müssen, ob ein Flugzeug kommt oder nicht. Nicht, dass es hier zu einer Katastrophe kommt, aber... Wie gesagt, ansonsten haben die Piloten das ja auch im Griff. Also, nicht mehr als 250 Meter dürfen wir uns von denen entfernen, weil sonst reißt die Verbindung ab. Und wir können das mal kurz mal nachmachen. Dann kann es nämlich sein, dass das Flugzeug stehen bleibt und ihr müsst wieder einmal zurückfahren. Wir fahren jetzt einfach mal die 200 Meter vor. Ist soweit weg. Jetzt bleiben wir mal stehen. Und ihr seht, 167 Meter bleiben jetzt, ist kurz weg. Und wir müssen einmal wieder komplett rückwärts fahren, bis wir wieder in Sichtweite sind. Und jetzt fährt das Flugzeug auch weiter, ihr seht's ja. Ja, dauert halt immer so ein bisschen, wie gesagt, 30 km/h. Ihr könnt schneller fahren, aber ihr werdet halt merken, wenn ihr jetzt schneller fahrt, macht wenig Sinn. Deswegen haltet so die 30, 40 km/h, wie hier ungefähr. Da kommt nur ein bisschen mehr dazu. Sobald ihr natürlich jetzt schneller fahrt, ihr seht's unten links, wird die Distanz zum Flugzeug immer größer, zumindest auch immer schneller größer. Ja, das ist eigentlich im Endeffekt schon das Follow Me. Was dann später dazu führen kann, dass zum einen natürlich entweder der Pilot bzw. das Flugzeug selber dann den Weg findet, in die Position hineinzuparken, hineinzurangieren oder wie natürlich, das werden wir uns auch gleich angucken, mit dem Marshalling angucken, dass wir den selber versuchen müssen, ihn in den richtigen Bereich zu lotsen. Gekennzeichnet ist es ja auch ganz schön hier auf dem Boden zu machen und dann seht ihr hinten, da guck mal, der Pfeil, der grüne Pfeil, da muss er später hin. Auch schon mal ein kleiner Tipp am Rande. Falls ihr später dann auch in den nächsten Aufgaben auch dieses Follow Me habt. Ihr habt meistens hier die gelben Linien, sind immer die Linien, wo die Flugzeuge fahren. Also im Endeffekt könnt ihr euer Follow Me-Fahrzeug auch dann nochmal hier fahren. Das sind die Linien, darf das Flugzeug im Endeffekt nur fahren. Es dürfte zum Beispiel nicht einfach hier so lang fahren, sondern dürfte erst ab hier ungefähr, wie eine Weiche, erst ab hier rechts abbiegen. Das sind so die wichtigsten Linien für den Piloten. Und dort werden dann später auch die Zahlen stehen von den einzelnen Standplätzen. Dann könnt ihr euch auch so ein bisschen orientieren. Ihr müsst ihn zum Beispiel im Standplatz 4 hinbringen. Ihr müsst dann mal so ein bisschen auf den Boden hier achten, auf die gelben Linien. Da stehen dann manchmal auch irgendwelche Zahlen.
Guck mal, jetzt seht ihr hier auf dem Boden einzelne Zahlen. Hier ist dann die Abzweigung zur 12. Hier zum Beispiel zur 77. Wir müssen, übrigens müssen wir mal kurz mal gucken, 10 bringen. Aber wie gesagt, hier ist ja die Markierung, aber ansonsten, wenn die Markierung nicht wäre, dann wüsste man nämlich Bescheid, wo wir einmal halten müssten. Erstmal sollen wir hier einmal stehen bleiben und die 10 ist ja gleich hier vorne. So, kommt schon ein bisschen näher ran, da soll er vorne nämlich stehen bleiben. The pilot can already identify their parking area thanks to your guidance. Drive to the end and park on the service road in the designated area. Gut, hier haben wir nämlich die 10, da biegt er nämlich alleine von sich ab. Müsste jetzt eigentlich auch weiterfahren. Tut er auch und wird dann gleich hier einmal einlenken. Das können wir uns gleich mal kurz angucken. Das macht er dann von sich aus. Guck mal, da geht er jetzt einmal rum mit der Schnauze und dann parkt er hier in Standplatz Nummer 10. You have just learned how to perform a general follow-me procedure. In any case, you'll have to be constantly conscious of the traffic of other aircraft on the airport apron and triple check which stand you need to bring the aircraft to. See you later. Genau, see you later. Und wir machen nämlich jetzt mal weiter, denn wir kommen zu einer Methode, wenn der Pilot nicht eigenständig da halten kann, dass wir ihn da so ein bisschen einführen mit einem Marshalling. Dann müssen wir ihm genau die Position angeben, wie er da lenken muss, wo er parken muss und halten muss, nämlich hier. Learn how to work as an aircraft marshaller. Some of the gates are equipped with an automatic visual docking guidance system, or AVDGS, which, just like a marshaller, except digital, also guides an aircraft correctly into parking gates. The remaining stands that do not have this system are handled by a member of ground crew to marshal aircraft in. The goal is for the marshaller to assist the pilot in accurately maneuvering the aircraft onto the correct parking tee. The cockpit crew sit above the main wheel of the aircraft and don't have clear visibility to provide an exact idea of its location. So it's crucial this process is accurately managed from the outside to result in the most correct parking position, allowing equipment such as jetways to properly and safely connect to the aircraft. As you can see, the correct points or parking tees are marked on the central line where the aircraft is supposed to park. Each aircraft should stop with its front wheel on the line. At Vergar, there are special cases where the lines are painted and marked differently than usual. Pilots must make an almost 90-degree turn so that the ground markings are visible correctly when they approach the stand head-on. And the lines are marked by perpendicular lines or lines that mark the end or beginning of a turn. Each gate is marked by a white or red line. No objects or vehicles should be present within their range unless the gate is specifically not in use. Okay. As you can see, at the first stand, there are cones lying there. Your task is to clear the stand and move them to a safe place. We have a designated area where you must carry the cones to. Okay, erstmal müssen wir jetzt die ganzen Hütchen hier aufheben, damit er jetzt genug Platz hat, um einmal hier rumzukommen. Das heißt, wir nehmen uns jetzt einmal den hier. Den hier, die können wir ineinander stecken. Ja, also es ist, das Marshalling ist halt im Endeffekt auch für kleinere Flugplätze, wo einfach die Besatzung nicht richtig einsehen kann, wo sie hin müssen. Erstmal muss ich erstmal das hier loswerden. So, und jetzt müssen wir die Position des Marshalling jetzt hier übernehmen. Einmal hier und Steuerkreuz rechts. The aircraft has now positioned itself at the base of the stand. Guide it to the second tee, which is highlighted. Remember that the parked aircraft's front wheels must be on the line, and the aircraft itself should be as parallel to it as possible. Follow the controls displayed on screen to guide the aircraft.
So, ja, er hat leider schon ein bisschen angefangen. Ihr seht es ja jetzt hier, wenn ihr zum Beispiel jetzt, wie ich jetzt mit dem Controller, den linken Stick nach hinten drückt, also wirklich nach unten drückt, dann bremst sie das Flugzeug ab. Er rollt nur noch ganz langsam. Na, wenn er loslässt, dann fährt er einfach ein bisschen schneller. Wenn ihr jetzt nach links drückt, dann sagt er dem Piloten hier weiter nach links und nach rechts natürlich weiter nach rechts. Und nach vorne könnt er vielleicht ein bisschen schneller. So, ist eigentlich schon perfekt, weil er muss jetzt mit seiner Vorderachse hier in diesen kleinen Kästchen kommen. Deswegen machen wir schon mal so ganz langsam. Ist ein bisschen doof, er bremst sich direkt ab. Deswegen wirklich jetzt hier einfach nach unten drücken, warten. So. Just learned how to marshal an aircraft onto a stand safely and accurately. See you next time. Ja, war eine sehr kurze Angelegenheit. Dementsprechend gucken wir uns einfach noch ein Tutorial jetzt hier an. Nämlich das Unterlegkeile und Hütchen ausstellen oder wie gerade eben jetzt, dass wir die abnehmen müssen. Denn wenn so ein Flugzeug erst einmal hier zum Stehen kommt, muss es ja auch gesichert werden. Der Bereich muss gesichert werden, aber das Flugzeug an sich auch. Following standard safety procedures. You'll do this with the use of chocks to be placed under all the aircraft's wheels and cones to be placed at critical areas around the aircraft, where we do not want curious passengers or unauthorized personnel approaching. As you can see, a plane is approaching the gate. Collect a full set of wheel chocks at the indicated area. So, hebe die Unterlegkeile auf. Die befinden sich einmal hier. In den meisten Fällen, das ist im Übrigen unser Flugzeug, sind die natürlich jeweils an jedem Standpunkt gleich aufzufinden. Das sind die Unterlegskeile für die Hinter- und Vorderachse. Aufheben, aufheben und einmal aufheben. The aircraft has arrived at the gate and its engines and all beacon lights are switched off. You may safely approach the aircraft's front set of wheels. Place a set of chocks under the wheels. To do this, approach and point at the front wheels and press the displayed button to place a set of chocks. Gut, also einmal hier vorne natürlich, so kannst du dich wegrollen. I think you've got the hang of it. Repeat the same process. Hier und einmal hier. Now head over to the indicated set of cones. Jetzt brauchen wir nämlich die Hütchen, wir müssen nämlich den Bereich hier absichern, dass man einfach weiß, okay, gut, hier wird es gearbeitet, hier darf ich nicht so nah ran. Click the displayed button to rotate them upwards and use the displayed button to position them. To throw the object, hold down the displayed button. Just like with the chocks, place the cones in their indicated areas. The order in which you do this doesn't matter. Also, die Reihenfolge ist vollkommen egal. Ihr habt die Möglichkeit jetzt hier zum Beispiel zu drehen das Ganze. Warum auch immer. Keine Ahnung, vielleicht wollt ihr das ja so aufstellen. Ihr könnt aber jetzt hier einfach auch das Ganze ausrichten. Und dann geht ihr einfach jetzt hier Richtung Markierung und drückt jetzt hier X. So. Jetzt brauchen wir aber gleich noch einen Kegel. Wir haben nämlich immer, glaube ich, nur 5 oder 6 an der Zahl. Einer fehlt meistens immer. Deshalb nehmen wir uns jetzt hier noch einen einzelnen. Und legen den einmal dort auf. So. Now, the bypass pin needs to be inserted into its slot on the strut of the front wheels. The purpose of this pin is to prevent the cockpit crew from having any steering control of this wheel, as it can pose a danger to the crew on the ground if moved accidentally. Genau. It also allows the ground crew to take control of steering of the aircraft by bypassing the aircraft's pressurized hydraulic systems during a pushback procedure. You'll learn more about this in another tutorial. Now, approach the front wheel and firmly insert the bypass pin in its slot indicated by the marker. Also, der Bypass ist im Endeffekt dafür, dass im Endeffekt auch das Flugzeug manövrierungsunfähig ist für oben das Personal, also quasi sich einlenken kann, weil hier unten natürlich das Personal am Boden dran arbeitet und das kann sehr gefährlich werden. Aber auch später, dazu kommen wir aber auch zu einer jeweiligen Aufgabe, dass wir das Flugzeug auch eigenständig auf die Rollbahn geleiten. So, einfach mal hier einstecken, das war's.
secured the aircraft for parking and further servicing. Now, we will present you with the same scenario, but in reverse. You'll need to collect all the previously placed safety articles efficiently and safely. At Vagar Airport, we have a unique situation where an aircraft can leave the stand and taxi without being pushed back onto the taxiway. This means the final step of this process will be taking the bypass pin out of the front gear strut, and the aircraft can go on its way. The aircraft has already been serviced and is waiting for it to be released from the ground crew's hands. Each parking gate or parking stand is identified by a red or white perimeter outline. When the aircraft is in motion and its engines are running, no unnecessary objects, vehicles or personnel should be inside this area. This is due to the risk of the aircraft colliding with a vehicle or unwanted objects being sucked into the engine. If such a situation occurs and the area is not clear, you'll be notified through your in-game tablet. Good. Collect the cones and wheel chocks and place them in safe areas out. Finally, head back over to the aircraft, remove the bypass pin and leave the area. Achso, bei dem Flugzeug war es gewesen, Verzeihung. Gut, also jetzt sollen wir alles auch entfernen, die Keile und Kegel, aber der Bypass erst am Ende. Deswegen nehmen wir uns jetzt mal hier die ganze Keile, so. Die können wir auch quasi in unser Inventar packen, aber wir können die Kegel jetzt hier nehmen. Die könnt ihr auch ineinander stecken, aber auch halt, wie gesagt, nur die 5 oder 6, also einer bleibt immer frei. Den müsst ihr separat nehmen, hoppala, nochmal holen. Ja, jetzt mal ducken. Aufheben. Ah! Ja, ist auch schon mal doof, wenn die gleiche Funktion aufheben, aber auch absetzen ist. Und dann nur noch den hier. Das geht auch noch. Aber wir haben, glaube ich. Ach, doch. Alle reingepasst. Okay. Und dann ist ja cool. So. Und einmal absetzen. Und jetzt müssen wir noch den Bypass entfernen. Tja, Freunde, das war es im Endeffekt auch schon gewesen. Das war das allererste Tutorial gewesen. Ich würde sagen, wenn ihr Bock habt, in der nächsten Folge geht's dann weiter. Dann gucken wir uns, machen wir noch eine letzte Folge im Endeffekt. Das GPU, Passagiertreppe, Catering, Shuttlebus. Ah gut, wir machen noch 2 Folgen daraus. Und es sind einige Sachen, die auf euch zukommen. Und gerade hinüber zum Tanken und all den ganzen GPU. Es wird ein bisschen komplizierter, aber ich glaube, wir kriegen das schon gemeinsam hin. Bis dahin, macht's gut. Ich hoffe mal, wir kriegen so ein paar Informationen für die nächsten Folgen, wie es mit der Xbox-Variante aussieht. Wie gesagt, es tut mir leid, ich werde nicht darauf zurückgreifen. Mir ist der Preis zu teuer für ein vielleicht nicht ganz so gut gemachtes Spiel von der Optik her wie auf dem PC. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.